Kommen zum nächsten Thema. Erkrankungsrisiko bei seltenen Lungenerkrankungen. Professor Kreuter aus Heidelberg beschäftigt sich sehr intensiv damit, kennt sich sehr gut aus in den Lungengerüsterkrankungen und auch selteneren Erkrankungen der Lunge. Was meinen Sie zum Erkrankungsrisiko bei diesen Patienten, Herr Kreuter? Ja, lieber Herr Roth, erstmal vielen Dank für die herzliche Einladung, heute hier dabei sein zu dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten, die ganze Welt ist sehr, sehr verunsichert. Ohne Frage. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, heute so einen Tag zu veranstalten. Und gerade meine Patienten, und ich sehe sehr, sehr viele Patienten mit solchen sogenannten seltenen Lungenerkrankungen, sind oft mindestens so verunsichert wie das, was wir eben gerade von Herrn Lommatzsch und dem Beispiel der Lehrerin gehört haben. Ich will Ihnen ein bisschen das Thema näher bringen. Im nächsten Dia sehen Sie einmal, was sich alles hinter diesem großen Begriff der sogenannten interstitiellen Lungenerkrankungen verbirgt. Und ich habe Ihnen nicht alle seltenen Lungenerkrankungen mitgebracht, denn das würde den Rahmen sprengen. Aber hinter interstitiellen Lungenerkrankungen verbergen sich Erkrankungen, bei denen das sogenannte Lungenstützgewebe und/oder auch die Lungenbläschen, die Alveolen, befallen sind. Und Sie sehen auf diesen kleinen Dias, das sind CT-Ausschnitte, also Computertomographie-Ausschnitte von Patienten mit solchen Lungenerkrankungen, wie unterschiedlich das sein kann. Auf der linken Seite sehen Sie einen Patienten mit einer sogenannten Lungenfibrose. Das heißt, da ist die Lunge sehr stark verhärtet und durch große Narbenstränge durchzogen. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein ganz anderes Bild. Extremst selten, nur wenige hundert Menschen in Deutschland leiden daran. Das ist eine sogenannte Lymphangioleiomyomatose. Und das ist ein Erkrankungsbild, bei der es zu sogenannten Zysten, man könnte auf Deutsch sagen, zu kleinen Löchern in der Lunge kommt. Und ich werde mal versuchen, ein bisschen hier den Bogen zu spannen. Und gerade bei vielen von diesen Erkrankungen sind nämlich viele Dinge zu bedenken. Nun, was wissen wir? Im nächsten Dia sehen Sie einmal, und das ist im Grunde genommen eine kleine Wiederholung dessen, was Sie eben von Herrn Lommert schon gehört haben. Was sind denn typische Risikofaktoren für einen schweren Verlauf? Das sind Daten, die relativ früh schon publiziert worden sind. Und hier steht so ein bisschen lapidar drin, chronische Lungenerkrankung. Dann gibt es, und bitte einmal weiterklicken, Erfahrungen, die ein bisschen später direkt aus New York berichtet worden sind. In New York war ja eine riesengroße Welle. Sie sicher haben das alle im Fernsehen und den Nachrichten gehört und auch gesehen. Und hier hat man sich natürlich hingesetzt, zum Glück mehr daraus zu lernen. Und hier sind doch ein bisschen auch Lungenerkrankungen und genau mit dem, was eben Herr Lommatzsch sagte, sehr, sehr niedrig, aber doch auch als Risikofaktor für schwere Verläufe im Krankenhaus herausgearbeitet worden. Und neben der COPD, also der Raucherlunge, kommt hier das, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, nämlich die sogenannten interstitiellen Lungenerkrankungen, also Erkrankungen des Lungenstützgewebes, deutlich als ein Risikofaktor heraus. Nun, es handelt sich dabei um sehr seltene Erkrankungen, deswegen ist es nicht ganz so erstaunlich, dass hier nicht viele Patienten davon betroffen waren. Im nächsten Dia aber sehen Sie, und das sind ganz, ganz aktuelle Daten, die erst in der letzten Woche von vielen, vor allen Dingen aus Europa, aber auch internationale Kollegen, Daten zusammengetragen worden sind jetzt bei einem hochrangigen Journal zur Publikation beziehungsweise zur ersten Reanalyse eingereicht. Aber das sind Daten und das ist eine sehr positive Entwicklung der Corona-Zeit. Daten, die auf einem sogenannten freien Portal hochgeladen worden sind. Deswegen kann sie jeder sehen, damit schnell das Wissen verbreitet wird, damit wir schnell reagieren können. Was hat man hier gemacht? Und freundlicherweise durfte ich hier mit dabei sein. Nun, wir haben hier Daten zusammengetragen von Patienten ohne solche seltenen Erkrankungen im Sinne von diesen Lungenfibrosen und haben sie verglichen mit Patienten mit verschiedensten Arten von Lungenfibrosen. Und was wir hier leider gesehen haben, ist, dass wenn ein Mensch in das Krankenhaus kommt, wenn er an einer solchen Erkrankung leidet, dann ist leider das Risiko, einen sehr schweren Verlauf zu haben, extremst erhöht. Und insbesondere, das verbirgt sich unter diesem B, Obesity, heißt Übergewichtigkeit, insbesondere Patienten, die übergewichtig waren, und insbesondere, das ist mit C, mit FVC, das ist die Größe der Lunge gemessen in der Lungenfunktion, die eine fortgeschrittene Lungenfibrose hatten, das waren diejenigen mit dem höchsten Risiko. Das heißt also, interstitielle Lungenerkrankungen, besonders eine besondere Form, die idiopathische Lungenfibrose, haben ein erhöhtes Risiko für einen extremst schweren Verlauf im Krankenhaus
und insbesondere dann, wenn die Erkrankung fortgeschritten war, wenn andere Risikofaktoren wie das Übergewicht dazu kamen. Im nächsten Dia, und das haben Sie auch eben schon ein bisschen von Herrn Lommatsch gehört, haben wir uns in Deutschland mit der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zusammengesetzt und haben uns überlegt, und das ist auch sehr stark angelehnt an das, was beispielsweise die rheumatologischen Kollegen in Deutschland machen, wie können wir denn unseren Patienten Tipps geben? Was ganz wichtig ist, wenn Sie unter einer Therapie stehen sollten, egal ob das eine immununterdrückende Therapie oder ob das eine Therapie mit Antifibrosemedikamenten ist, führen Sie diese Therapie fort. Warum? Wenn Sie sie unterbrechen, ist das Risiko, dass Ihre eigentliche Erkrankung deutlich zunimmt und sich deutlich verschlechtert und Sie dann vielleicht noch mehr Probleme haben und vielleicht sogar noch schwere erkranken, deutlich erhöht. Deswegen im Zweifelsfalle mit Ihrem Arzt Rücksprache zu halten. Wenn es aber dann zu einer Infektion kommt, egal ob Sie oder ob im Haushalt lebende Angehörige, dann muss man das Ganze sehr, sehr rasch neu bewerten und gegebenenfalls auch eine Therapieunterbrechung, insbesondere der sogenannten immununterdrückenden Medikamente, dazu gehört auch Cortison, natürlich erwägen. Und das ist etwas, was Sie dringend mit Ihrem Spezialarzt absprechen müssen. Im nächsten Dia sehen Sie dann, was für verschiedene Risiken wir in den letzten Wochen alles herausgearbeitet haben. Viele sind verunsichert, welche Therapien soll ich einsetzen? Das betrifft nicht nur Sie als Betroffene, sondern das betrifft natürlich auch die zuständigen Ärzte. Wir haben viel und schnell gelernt, aber manches war vielleicht auch ein bisschen überschießend. Was wir in den letzten Wochen leider sehen, so wie Sie das auch der Zeitung und den Nachrichten entnehmen können, ist, dass in vielen Fällen ein beschränkter Zugang zu einer rechtzeitigen Diagnose beziehungsweise auch zu einer rechtzeitigen Therapie bei diesen Menschen stattgefunden hat. Etwas, was wir uns in Zukunft unbedingt überlegen müssen. Denn das Monitoring von unseren Patienten und auch das Monitoring von therapieassoziierten Problemen war deutlich erschwert. Und hier, und das ist auch eines in Anführungszeichen der positiven Effekte von Corona, haben wir sehr, sehr rasch reagiert, beispielsweise mit Videosprechstunden oder wir sind neue Überlegungen mit einer Lungenfunktionsmessung für zu Hause, für diesen Fall, so wie das auch Kollegen aus anderen Ländern, beispielsweise aus Holland gemacht haben, um unseren Patienten die Möglichkeit zu geben, sie auch weiterhin zu kontrollieren. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass natürlich die Forschung, die so wichtig ist bei solchen Erkrankungen, die kam kurz zum Stillstand, aber zum Glück ist sie wieder aufgenommen. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, der auch eben schon ein bisschen kam, was wir sehen, ist, dass es sogenannte Lungenfibrosen jetzt durch Corona gibt. Diese sind zumindest mit den kurzfristigen Verlaufskontrollen, die wir gesehen haben, sich leicht bessern, aber nichtsdestotrotz sehen wir doch deutliche Probleme. Und wie wir diese Verlaufsbeurteilen und wie wir sie therapieren sollen, das ist alles noch offen. Und damit im letzten Dia darf ich Ihnen ganz herzlich danken und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Und wenn Sie an einer solchen seltenen Erkrankung leiden, bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Arzt an. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Kreuter, für Ihren klaren Beitrag zu diesen komplizierten, zahlreichen Krankheitsbildern, die relativ selten sind, die man erklären muss. Sie haben dies sehr gut gemacht. Zunächst an Professor Kreuter. Ich habe Lungensarkoidose. Ich bekomme Methotrexat, das heißt MTX, wie es hier steht, und Cortison. Meine Sauerstoffversorgung ist schon so schlecht, dass ich 24/7, also viele Stunden wahrscheinlich Sauerstoff bekomme. Würde ich überhaupt noch Symptome merken, falls ich Corona kriegen würde? Oder würde das durch die Medikamente unterdrückt? Herr Kreuter. Vielen Dank für diese wirklich sehr schwierige und komplexe Frage. Vielleicht fange ich hinten an. Sie haben vielleicht mitbekommen, zumindest in Fachkreisen wird diskutiert, und ich glaube, Herr Lommatsch hat das eben ganz kurz, nein, es war Herr Krier, Entschuldigung, kurz angerissen, dass wir vermuten, dass es bei Corona einen gewissen Effekt gibt, bei dem das Immunsystem verrückt spielt. Und genau in diesen Zeiten geben wir dann sogar immununterdrückende Medikamente, auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob die helfen, ja oder nein. Die Diskussion um Hydroxychloroquin, vor allen Dingen vorangetrieben von verschiedensten Präsidenten auf dieser Welt, haben Sie, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen können. Was wir aber wissen ist, nein, Symptome, wenn Corona auftritt, werden nicht durch Medikamente unterdrückt. Diese Symptome kommen ganz eindeutig.
Was wir wissen, gerade bei schweren Verläufen, ist, das ist eine relativ hochrangig publizierte Studie vor kurzem, Cortison beim Einsatz, wenn ein schwerer Verlauf eintritt, helfen kann. Zusammengefasst, wenn Sie Lungensarkoidose haben, Sie brauchen diese beiden Medikamente und vor allen Dingen, wenn es Ihnen sehr schlecht geht, nehmen Sie bitte diese Medikamente weiter. Sie werden merken, wenn was ist. Egal, ob das die typischen Symptome wie Geschmacklosigkeit oder Geruchsverlust sind oder ob das dann vermehrte Symptome von Luftnot sind, das bekommen Sie mit. Und sobald Sie das merken, ganz schnell mit Ihrem Spezialzentrum Kontakt aufnehmen. Die nächste Frage an Sie. Gab es Sarkoidose-Patienten mit Covid-19? Wie war deren Krankheitsverlauf? Wir sind immer noch dabei, sehr, sehr vieles Neues zu lernen und zu sehen. Die Pandemie läuft ja. Es gibt bisher noch keine große Kohorte zur Sarkoidose, die publiziert worden ist. Das Einzige, was ich Ihnen eben zeigen konnte, was publiziert ist, beziehungsweise jetzt zu finden ist, das ist diese Grafik von diesen europäischen Daten. Bisher wissen wir nicht, ob Sarkoidose ein deutlich verstärkter Krankheitsverlauf ist. Es ist in Einzelfällen anzunehmen, aber eine allzu große Sorge haben wir im Moment nicht. Aber es gilt abzuwarten, mehr darüber zu lernen. Ja, herzlichen Dank. Wie sieht es aus mit der Frage, ich habe eine seltene Erkrankung mit Lungenfibrose. Wir sind 3 Personen im Haushalt, meine Frau, mein 7-jähriger Sohn und ich. Wie soll ich den Umgang mit meiner Familie gestalten? Auch das eine wichtige und wahrscheinlich sehr gut zu Herrn Schütte nachher überführende Frage, weil auch er natürlich genau dasselbe hat. Viele Patienten bekommen entweder Chemotherapie, die das Immunsystem unterdrückt, oder bei solchen Lungenfibrosen zumindest zum Teil auch hier solche Medikamente. Das Allerwichtigste ist, versuchen Sie sich zu schützen. Aber Sie müssen immer bedenken, Sie brauchen natürlich auch ein gewisses, sagen wir mal, soziales Feedback oder Backup. Und da ist die Familie natürlich immens wichtig. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie als Familie die typischen Abstandsgebote einhalten, dass Sie eine strenge Hygiene einhalten. Aber, und das ist mein ganz persönlicher Tipp und Ratschlag, und dafür gibt es keine Daten, aber dafür habe ich viel in den letzten Wochen gesehen, Sie sollten Umgang unbedingt mit Ihrer Familie haben, denn das Soziale, das brauchen Sie unbedingt auch. Herzlichen Dank.